Dieser Mann, den ich euch jetzt zeige, ist die neue Shopping-Legende. Video ab. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wer geht in Einkaufsläden und schwingt mit so einer Wucht die Türen auf? Echter Hammer. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer mag schon shoppen? Ich bin persönlich ein absoluter Shopping-Smuffel. Hungrig einkaufen gehen ist wie betrunken feiern gehen. Man geht mit Sachen nach Hause, die man eigentlich gar nicht will. Dann immer diese Kassierer, die fragen, ob man denn Treuepunkte sammelt. Nein, das ist Akne, verdammt nochmal. Vor Feiertagen bekommt man dann noch gratis eine vage Vorstellung von der Anzahl der Einwohner Deutschlands. Und was heißt einkaufen gehen? Da wird mehr gedrängelt als in Mario Kart auf der Regenbogenstrecke, geschubst als wäre man im Moshpit von einem Kraftclub-Konzert und der Einkaufswagen als Rambock genutzt. Vor allem bei den jetzt mittlerweile stattfindenden Hamsterkäufen wegen irgendeiner Krankheit, dessen Name ich auf YouTube nicht mehr sagen darf, ohne demonetarisiert zu werden. Und wer kennt diese Situationen nicht? Du stehst an der Kasse. Ein Präriewind weht, ein leises Pfeifen. Die Kassiererin und ich sehen uns in den Augen. Ich halte den YouTube-Beutel offen. Sie zieht das erste Produkt über die Kasse. Es piept, der Wettkampf beginnt. Was ich damit sagen will, einkaufen ist Hektik pur. Das will man schnell hinter sich bringen. So wie dieser Held beim Saturn. Für einen kleinen Moment hat Clark Kent wohl vergessen, dass er verkleidet ist. Nach diesem viral gegangenen Video sollte dir eigentlich die Aufmerksamkeit der Marvel Studios gewiss sein. Und wenn du nicht als neuer Hulk gecastet wirst, dann weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht wirst du dann von der Carglass-Werbung gebucht. Aber es handelt sich endlich mal um einen Mann, der motiviert ist, shoppen zu gehen. Frauen, schmeißt euch an diesen Mann. Der erfüllt euch alle Shoppingwünsche, denn das Einkaufen wird mit ihm bestimmt ein Erlebnis. Und Scherben bringen ja auch Glück. Saturn, Geiz ist geil. Von wegen, darauf pfeift dieser Clark Kent. Mit so viel Selbstbewusstsein stolziert er in den Laden. Er weiß ganz genau, was er will. Und wenn es der gerade runtergesetzte Toaster ist, dem nimmt ihn keiner mehr weg. Wie ein Hund hat er sein Revier markiert. Dieser Saturn gehört ihm. Davon könnten sich selbst die Apple-Jünger mit ihren kilometerweiten Warteschlangen noch eine Scheibe abschneiden. So stürmt man einen Laden ganz ohne Pistole. Dazu braucht es nur die reine Muskelkraft. Das Coolste ist aber immerhin noch seine Reaktion. Ups, ja, dann mal ab zum runtergesetzten Toaster. Hat bestimmt keiner gesehen. Herrlich, solche Helden braucht es. Ein Mann, der sein Ziel kennt und sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, bis er dieses Ziel erreicht hat. Ob es für die Scheiben wohl auch Treuepunkte gibt? Treuepunkte könnt ihr jedenfalls gerne auch bei mir sammeln mit einem Abo und einem Daumen nach oben, helft mir sehr weiter. Und mit einem Kommentar schafft ihr es möglichst sogar in die Community-Ecke. Hina314 schreibt zum Beispiel, na, wo seid ihr Mädels? Das frage ich mich seit Jahren auch. Vielleicht sollte ich mich doch bald in geschminkter Blackscreen umbenennen. Und Cloud das schlägt vor, können wir bei der Community-Ecke noch ein wenig Kaminfeuergeräusche oder Einblendungen haben, damit die Stimme gut wird. Und ganz ehrlich, Cloud das, du hast recht, bisschen mehr Gemütlichkeit würde Community-Ecke schon gut tun. Deswegen kommen wir hier nun zur neuen Ecke. Ah, herrlich, gemütlich. In diesem Sinne, macht es gut, broadcast yourself, broadcast together, euer ungeschminkter Blackscreen.